Ehrlich gesagt, wir sind völlig überrascht von den Europäern. Man hat uns ja so oft gewarnt vor ihnen. Doch sie haben uns mit erstaunlicher Großzügigkeit behandelt. Ich schäme mich, wenn ich daran zurückdenke. Aber früher habe ich die Europäer oft verflucht. Das war völlig falsch. Verflucht? Ja, wir sagten alle miteinander Allahumma. Verfluche die Ungläubigen, mach ihre Kinder zu Waisen und ihre Frauen zu Witwen. Du liebe Zeit, das sind ja Gebete. Wie kommt jemand dazu, so etwas zu beten? Weißt du, wir hatten uns gar nichts dabei gedacht. Der Vorbeter wiederholte diese Worte so oft. Wir sagten einfach zu allem Amen, bis wir es selber auswendig konnten. Eigentlich waren dabei zuerst die Juden gemeint, mit denen wir ja im Krieg standen. Dann auch die Amerikaner und deren Verbündete in Europa. Wir dachten, sie müssten schreckliche Menschen sein, die unsere Religion vernichten wollen und statt dem einen Gott mehrere anbeten. Und jetzt? Was denkt ihr jetzt? Jetzt staunen wir, wie freundlich die Menschen hier sind. Sie sind gar nicht so falsch und verlogen, wie wir meinten. Schau mal dieses große Haus an. Das haben sie uns gegeben und unterrichten unsere Kinder mit viel Geduld. Sie haben uns nicht zu Sklaven gemacht. Unsere Kinder werden in wenigen Jahren den Schweizer Pass kriegen. Sie werden Hand in Hand mit Schweizern arbeiten und Löhne verdienen wie jeder andere hier. Das einzige Negative in diesem Land ist, dass man so lange warten muss, bis eine Antwort auf das Asylgesuch kommt. Aber alles andere ist super. Weißt du, meine Zweifel begannen damals, als wir Kurden von den Terroristen überfallen wurden. Sie brachten Tausende um und versklavten viele Frauen. Was mich damals so tief enttäuscht hat, ist, dass kein muslimischer Staat uns zu Hilfe gekommen ist. Das stimmt nicht ganz. Mehrere Länder haben sich ja mit den USA am Kampf gegen die Terroristen beteiligt. Ha, was haben sie gemacht? Ein paar Bomben abgeworfen haben sie, nichts mehr. Wenn sie wirklich gewollt hätten, so hätten sie ihre Armeen geschickt und die Terroristen in ein paar Wochen besiegt. Niemand hat uns geholfen. Dagegen sind aber aus allen muslimischen Völkern Tausende von Kämpfern zu den Terroristen geströmt. Ein ununterbrochener Zustrom von Muslimen aus aller Welt hat sie so stark gemacht. Das ist schon eigenartig. Eigentlich erklärten ja die meisten Muslime, dass die Terroristen nicht den wahren Islam vertreten. Ja, das sagen sie. Aber insgeheim freuen sie sich darüber, dass die Terroristen uns Kurden vernichten. Denn wir sind in ihren Augen schon immer nur halbe Muslime gewesen. Die Liebe, die wir jetzt hier in Europa erleben, verblüfft uns dagegen umso mehr. Eigentlich bezeugt zwar der Koran selber, dass Christen gute Menschen sind. In Sure 57, 26 steht nämlich, dass sich in den Herzen derjenigen, welche dem Propheten Jesus nachfolgen, Güte und Barmherzigkeit befinden. Das kommt daher, dass Jesus nie Krieg gelehrt hat und nicht einmal sein eigenes Leben verteidigt hat, sondern sich selber in die Hände der Feinde auslieferte. Woher weißt du das? Steht das alles im Koran? Nein, das habe ich in den Evangelien gelesen. Ach, du liest die Evangelien? Ja, eine Schulkameradin meiner Tochter hat es ihr gegeben und seither lesen wir darin. Es lehrt uns, unsere Feinde zu lieben und unsere Verflucher zu segnen. Ich war überrascht, derartige Dinge dort zu lesen. Und was hast du denn erwartet? In Sure 9,111 steht, dass das Evangelium genauso wie der Koran und die Tora die Gläubigen dazu aufrufe, mit Gut und Blut auf dem Weg Allahs zu töten und getötet zu werden. Zudem steht am Ende von Sure 61 auch, dass Jesus seine Jünger zum Krieg aufgerufen habe. Bist du sicher? Steht das wirklich so im Koran? Ja, natürlich. Gemäß dem Islam ist das Töten und getötet werden eine ewige Verordnung Allahs, die er niemals abändern wird. Das steht auch in der 33. Sure in Vers 60 bis 62 und alle Propheten sollen dies gelehrt haben. Aber das wäre ja furchtbar. Jesus hat so etwas nie gelehrt, ganz im Gegenteil. Auch König Salomon beispielsweise lebte ein ganz friedliches Leben. Nein, nach dem Koran war auch der Prophet Salomon nicht friedlich. Gemäß Sure 27 bedrohte er die Königin von Saba mit Krieg, obwohl sie versuchte, ihn mit Geschenken versöhnlich zu stimmen. Und der Krieg wurde nur deshalb vermieden, weil sie sich zu seiner Religion bekehrte. Von klein auf haben wir gelernt, den Koran zu respektieren.
Er ist ein himmlisches Buch. Trotzdem muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Denn wenn man nicht aufpasst, sieht man plötzlich andere Menschen als Feinde und Gotteslästerer, die man bekämpfen muss. Kennt der Islam das Konzept von einem liebenden Gott nicht? Weißt du, unsere Religion ist anders. Allah ist bei uns zu nichts verpflichtet und muss sich auch nicht an menschliche Vorstellungen von Liebe halten. Er kann tun und lassen, was er will. Er hat immer recht. Aber wie könnt ihr dann Vater zu ihm sagen? Nein, wir sagen nicht Vater zu Gott. Dass Gott ein Vater sei, ist bei uns verpönt, weil es zu menschlich klingt. Ach so. Aber Gott muss doch auch eine zärtliche Seite haben. Etwas, was das Herz berührt, oder nicht? Schau. Gemäß dem Islam liebt Gott die Menschen sicher schon. Sonst hätte er sie ja nicht erschaffen. Auch tut er uns täglich Gutes. Aber zärtlich nennen wir ihn nicht. Das wäre ja dann schon wieder ein menschlicher Ausdruck. Also er muss gar nichts, er muss auch nicht eine zärtliche Seite haben. Aber ich kann dich gut verstehen. Ich wünschte mir auch, Gott hätte eine zärtliche, väterliche Seite. Ihr Christen sagt ja auch, Gott sei sogar als Mensch erschienen. Von klein auf habe ich gehört, es sei Gotteslästerung, so etwas zu sagen. Doch ehrlich gesagt, heute wünschte ich mir, es wäre wahr. Wieso denn? Es ist dieses menschliche Gesicht Gottes, das uns im Islam fehlt. Unser Gott hat zu wenig Mitmenschlichkeit. Bei uns ist es so leicht, jemanden zu töten. Das wird ja schon im Scharia-Gesetz befohlen. Kopf abschlagen, Hand und Fuß abhauen. Blut zu vergießen gilt bei uns unter Umständen sogar als eine gute Sache. Wir töten aus Blutrache, aus verletztem Ehrgefühl oder aus religiösem Fanatismus. Der christliche Gott hingegen ist selber Mensch geworden und opfert sich für sie. Nicht nur für seine Freunde, sondern auch für die Feinde. Es ist eine verrückte Idee. Aber ich muss zugeben, dass dies dem Menschen Wert gibt. Wenn sich alle Menschen diese Hingabe an die Feinde zum Vorbild nehmen würden, dann wäre die Welt ein Paradies.